Hallo, liebe Freunde der Baukunst. Heute geht es mal wieder um den zweiten Rettungsweg. Den haben wir jetzt hier in der Dachschräge und das wird gelöst über so ein Fenster, das extrem weit öffnet. Also gehen wir mal zum zweiten Rettungsweg. Oh, komme ich ja gar nicht hin. Also ich bleibe schon hier in der ersten Stufe hängen. Das geht schon mal nicht. Das ist viel zu niedrig. Und dann haben wir das Problem, dass im geöffneten Zustand das hier maximal 1,20 Meter hoch sein darf in Hessen. Wir sind hier deutlich höher, das heißt die Unterkante des Fensters ist zu hoch. Und wir haben als nächstes Problem, dass die Kante vom Fenster, wo ich rausgehe, nicht weiter als 1 Meter von der Traufe entfernt sein darf. Und wenn man sich das hier anguckt, hat man hier zwar einen Tritt, der zählt dann auch, aber das ist dann nochmal deutlich weiter als 1 Meter zur Traufe. Und von daher muss das hier nochmal angepasst werden, weil eben diese Entfernungen, diese Höhen nicht funktionieren. Falls es euch interessiert, das Öffnungsmaß hier 90 x 1,20, das sieht jetzt so aus, als wäre es zu wenig. Ist es auch. Aber dieses Fenster kann man viel weiter nach oben aufmachen, sodass dann auch die Feuerwehr bequem reinkommt. Super, vielen Dank. Sehr schön.